Der russische Botschafter in Stockholm droht Schweden und Finnland. Wie unter anderem das ZDF berichtet, warnte Viktor Tatarintsev den Westen davor, dass Schweden und Finnland nach einem NATO-Beitritt zu legitimen Zielen russischer Vergeltungsmaßnahmen, auch militärischer Art, würden. So erklärte er laut ZDF auf der Homepage der russischen Botschaft in Schweden, nach einem NATO-Beitritt der beiden Länder würde sich die Grenze Russlands mit der NATO fast verdoppeln. Schweden gehe mit seinem NATO-Beitrittsgesuch einen Schritt Richtung Abgrund. Russland kritisiert seit langem die NATO-Osterweiterung. Die NATO-Länder seien Teil des Ukraine-Konflikts, sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrats Nikolai Patruschew laut der Nachrichtenagentur Interfax. In der Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatten Schweden und das Nachbarland Finnland gemeinsam den Beitritt zur NATO beantragt. Alle 30 NATO-Mitgliedstaaten müssen der Aufnahme zustimmen.